Weiter geht es mit Ziff 6. Wir sind an der Front unterwegs. Haltung! Hab 8! Im Ernst, alle stramm gestanden. Gilt auch für euch Luschen zu Hause. Egal, ob auf Twitch oder auf YouTube. Ihr sitzt doch nicht etwa? Bei diesem Let's Play? Bei der Frontberichterstattung hier vom großen byzantinisch-deutschen Krieg, der einst in die Geschichtsbücher eingehen wird, als die große Völkerschlacht, die wir hier durch... Ihr sitzt doch nicht etwa? Leute, im Ernst, alle aufgestanden hier. Ich erwarte, dass ihr zumindest die nächste halbe Stunde, während wir hier um das Schicksal von Ludwig II. Und seiner dekadenten Reichsführung kämpfen. Ja, ich erwarte echt, dass er aufsteht. Im Ernst. Bitte, dass mir hier keiner sitzt hier. Leute, weiter hier. Komm, go, go, go. Fährt den Schreibtisch hoch. Klotür, gut, weitermachen hier. So, und jetzt geht's Richtung runter. Nee, noch nicht. Wir wollen ja nicht, dass die sich bedroht fühlen und irgendeine Stadtmauer bauen. Oder irgendwelche anderen Absonderlichkeiten hier durchführen. Hier unten rum, bitte. Ja, ein hartes Workout, bitte hier. Also, ich habe manchmal den Eindruck, manche Leute denken, ich würde hier für eure Entspannung Civilization 6 zocken. Und das ist so nicht gedacht, Leute. Das ist ein hartes Training. Das ist zum einen ein Strategietraining für euch und für mich auch. Ne? Also, wir spielen ja nicht so vor X Strategiespiele, um irgendwie eine schöne Zeit zu haben, eine ruhige Kugel zu schieben. Zur Entspannung, zur Erholung. Und das ist im Prinzip Vorbereitung für den Ernstfall. Ja? Falls irgendwann mal Aliens zum Beispiel auf die Erde kommen und uns überrennen wollen, dann erwarte ich, dass ihr in den Milizen, die überall in den Großstädten und den Kleinstädten eurer Herkunftsländer rekrutiert werden, an vorderster Front stehen wird. Aufgrund der Erfahrung, die ihr hier bei dem Let's Play macht. Wenn irgendwelche Aliens vor euch stehen mit Laserschwertern oder zumindest mit Lasergewehren, dann steht ihr da mit dem gesammelten Wissen von unserem Civilization Let's Plays auf Gotthard. Da könnt ihr sowas brüllen wie zum Beispiel, hey, alle jetzt bitte vorrücken, da flankieren, großer General, wunderbar, gib mir Bewegungspunkte, hier vorne bitte hingezogen, alle um mich herum, ich bin der große General. Ich gebe euch mehr Kampfstärke und mehr Bewegungspunkte. Da vorne bitte ein Umzingungsangriff, Kriegsschiff, drittes Feld Entfernung, Feuer frei, schnappt euch den Alien. Dafür ist der Drill gedacht. Alles für die Situation, falls irgendwann mal Leute von fremden Planeten und fernen Sternen versuchen, die Erde zu überwinden und zu überfallen. Ihr, ich mache das für den Zweck echt im Ernst. Dafür mache ich das hier. Nein, das ist kein Scherz. Und weiter bitte. Eine Runde weiter. Hat jeder von euch auch Stift und Papier oder irgendeinen digitalen Notizblock dabei? Dass er alle meine taktischen und strategischen Ratschläge auch brav notiert. Bitte alles mitschreiben, jeder Einzelne. Wie das in dir ist, Chatmod, unterwegs in euren Reihen. Wie das in dir, schreitet doch bitte mal die Reihen ab. Bitte alle mal kurz stramm gestanden für Unteroffizier. Wie das in dir, überprüf mal bitte, ob alle ihr Schreibzeug dabei haben. Ja? Lege ich großen Wert drauf. Also manchmal... Oh, ein Plänkler. Hatte Gott sei Dank nur eine Einer-Schuss-Reichweite, trotzdem fies. Wir versuchen den mal zu schwächen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ein Feld vorgezogen. Eben hatte ich auch schon einen Armbrustschützen gesehen. Einmal von hier bitte. Eine Beförderung und dann ein Level up und dann noch stärker schießen. So überlebt er ganz knapp und beim nächsten Beschuss stirbt er. Könnte so klappen. Ja, er hat knapp überlebt. Ach, er hat ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, er rennt zurück zu dem Camp, von dem er kommt und berichtet, da unten ist ein Bulwerk. Bitte mobilisiert haufenweise Truppen, wir müssen ihn jetzt töten. Einzige Möglichkeit leider mit ihm. Er gewinnt keine XP dadurch. Wir verzichten erstmal auf eine Beförderung. Aber der muss weg. Anders geht's nicht. Das war eine knappe Geschichte gerade hier, echt. So. Mit dem Apostel wollten wir rüberrennen. Oh, Scheibenkleister. Und ich habe noch durchgezogen.
einmal Richtung unten. Der kann uns nicht töten. Der bräuchte einen dritten Bewegungspunkt, um uns zu entfernen. Der hat nur zwei. Aber wir könnten ihn mal kurz... Wir könnten uns XP holen und über den selber irgendwie mal wegschnetzeln gleich. Die Frage ist, wir haben in zwei Runden drei Katapulte. Ob wir damit den Angriff starten auf Antiochia? Ich würde mal sagen, ja, bevor die eventuell noch eine Stadtmauer bauen. Oh, spannende Frage im Chat von North Bulmen. Wir hatten eben eine Kanalwette gemacht und es sind traurigerweise keine Icons bei euch zu sehen, je nachdem, wie ihr eure Punkte investiert habt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Kannst du mal überprüfen, wie das in dir? Ob da irgendwie irgendwas... Ich weiß auch nicht was. Ob man das noch reparieren kann, keine Ahnung. Oder ob das eventuell nur ein Anzeigebug sei. Eine Runde weiter. Schauen wir mal, ob wir oben XP bekommen können. So, achso, wir haben viel zu wenig Geld. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir irgendwelche Luxusressourcen wieder verkaufen können. Schauen wir uns mal kurz an. Brauchen wir Luxusressourcen zwingend? Nein, unsere Städte sind glücklich bis zufrieden. Wir schauen mal, wem wir was verkaufen könnten. Wie viel es dafür gäbe. Ein Marmorvorkommen ist noch im Pott. Der wird uns für einen Marmor relativ wenig geben. Das machen wir nicht. Victoria. Das ist sehr bescheiden. Ape. Eine ehrliche Ape. Mal gucken, ob es auch der großzügige Ape ist. Ja, deutlich mehr. Dann checken wir noch die Situation bei Simon Bolivar. Und er hat das anscheinend von jemand anders. Das heißt, wir gehen wirklich rauf, sprechen mit dem Herrn, mit dem Tremolo in der Stimme gelegentlich und mit dem Zylinder auf dem Haupte. Es ist überschaubar viel Geld, ne? Wir könnten auch spekulieren. Wir könnten sagen, die 4 Gold pro Runde, die machen uns nicht reich, die machen uns nicht satt. Und wir warten drauf, bis irgendjemand mehr gibt. Wie seht ihr das? Sollen wir die 4 mitnehmen? 4 Gold pro Runde? 30 Runden lang? Oder soll man sagen, da kommt irgendjemand noch vorbei und bietet uns mal bei irgendeinem Deal mal mehr an? Also ich würde warten. Wobei ich, eine Sache ist oft da so ein logischer Trugschluss, ne? Also wenn jetzt in 10 Runden jemand käme und der würde uns dann plötzlich, sage ich mal, 6 Gold pro Runde anbieten, dann hätten wir kein gutes Geschäft gemacht. Wir hätten weder mehr noch weniger Geld bekommen, denn wir hätten ja 10 Runden lang kein Geld angenommen. Und also es müsste schon, wenn wir würden quasi aus dem, was wir verkaufen können, machen wir jetzt Runde für Runde, nehmen wir erstmal gar kein Geld ein. Das heißt, wir verlieren de facto Runde für Runde Geld. Wir müssen also darauf spekulieren, dass in naher Zukunft jemand kommt und nennenswert mehr Geld gibt. Insofern ist es ein bisschen Pokerei. Sapeta eintauschen bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Es macht ihn. Er hat sehr hohe Überschüsse. Wir könnten versuchen, sehr viel Eisen zu bekommen, um demnächst nochmal billig Krieger einzunehmen, zu Landsknechten zu machen. Oh, hier unten kommen die Armbrustschützen. Die wären auch wichtig für uns. Die laufen über die Währung. Sollen wir das machen? Sollen wir die Armbrustschützen freischalten oder sollen wir den einen Landsknecht freischalten? Der hat eine Fernkampfstärke von 40, der hat eine Nahkampfstärke von 45. Was findet ihr cooler? Wir kriegen es hin, wenn wir entsprechend Geld zusammenraffen und gut pokern, bis zu 3 Landsknechten zu haben. Mehr werden wir eisentechnisch wohl nicht bekommen. Wie sieht derzeit denn noch aus? Oder wir könnten aus dem Nichts ganz viele Armbrustschützen aus den vielen Bogenschützen, die wir haben, produzieren. Was würdet ihr machen?
Wie kommen wir eher, nee, wir machen keinen Frieden. Wie kommen wir eher über potenzielle Stadtmauern hinweg? Ich weiß, es ist keine da, aber wenn eine da ist, müssen wir darauf eingestellt sein. Wie kommen wir potenziell über Stadtmauern hinweg? Mit Armbrustschützen eher oder mit Landsknechten? Das eine dauert 7 Runden, das andere dauert deren 9. Im Nachhinein werden wir klüger sein, ne? Also, wir haben hier einen guten Schwertkämpfer. Wir können den gleich durchbefördern, mit der entsprechenden Politikkarte relativ billig, zu einem Landsknecht. Und wir haben noch einen dritten, den wir hier gleich hier oben ein bisschen skillen. Bogenschützen haben wir hier einen, dort einen, hier einen dritten, der noch gar kein XP hat. Wir könnten noch ein paar produzieren auch noch, billig. Billig und schnell. Die Politikkarte, die wir hier oben haben, die Agoge-Karte, boostet Einheiten aus der Antike und aus der Klassik. Für die bekommen wir mehr Produktion. Das gilt nicht mehr für Armbrustschützen und auch nicht mehr für Landsknechte, weil das sind mittelalterliche Einheiten. Wir könnten also Bogenschützen ein paar auf Vorrat bauen, nachher noch, nach den Katapulten, und die dann billig upgraden zu Armbrustschützen oder noch ein paar Katapulte nachschieben, ne? Am ersten können wir pokern, indem wir Kriegereinheiten billig bauen und die zu Landsknechten durchbefördern mit Eisen, wenn wir das später dazu kaufen. Wie viele Leute haben denn Eisen? Wie schnell werden wir noch Eisen kaufen können? Das ist ein hohes Wabungsspiel. Also eine der beiden Sachen schaffen wir. Wir können auch Folgendes machen. Wenn hier nachher eine Stadtmauer entsteht, das wird ja erstmal, wenn eine entsteht, erstmal eine einfache Stadtmauer sein. Einen Ramborg billig bauen. Der geht im Augenblick wegen des Weltkongressbeschlusses, den wir haben, relativ fix. Und können den dann kombinieren mit den drei Landsknechten, die wir haben. Der Ramborg sorgt dafür, dass die Angriffsstärke einer Nahkampfeinheit, die eine Stadt angreift, volle Kanne durch. Also dass es da kein Abzug geht, wenn man eine Mauer angreift. Mit den drei Landsknechten werden wir auf jeden Fall wirkungsvoller in Kombination mit einem Ramborg gegen eine potenzielle Stadtmauer, als wenn wir viele Armbrustschützen hätten. Es ist Spekulatius. Im Nachhinein werden wir klüger sein. Ich gehe mal hier drauf. Das sind 9 Runden, das sind 7, das ist insofern egal. Das ist billiger für uns, weil da müssen wir nicht das Geld ausgeben, um Eisen zu kaufen, sondern nur das Geld ausgeben, um die Armbrustschützen zu bekommen. Andererseits, wir müssen auch das Gelände beobachten. Das Gelände hier ist sehr waldig und sehr hügelig. Wir werden Probleme haben, die Einheiten an die Front reinzuziehen. Na? Die Fernkampfeinheiten gilt allerdings auch für Katapulte. Hallo, liebe Grüße an Ranger. Schön, dass du da bist, Pascal. Armbrustschützen sind auch keine Klassikeinheiten mehr, das sind Mittelaltereinheiten. Ich gehe mal auf den Landsknecht, ob das vernünftig ist, weiß ich nicht. So, Frieden. Nein. Ja, Terence Spencer spricht das Thema zu Recht an. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Es gibt eine Beförderung bei den Fernkämpfern, durch die man auch Stadtmauern schneller runterbombt. Die könnten wir de facto nur bei einem holen. Die gibt es erst ab der zweiten Beförderungsstufe. Man muss sich vorher die geholt haben, durch die man Gutstädte verteidigt. Und wenn man sich die geholt hat, gibt es darunter eine, mit der man auch Gutstädte angreifen kann. Aber die hilft nur bedingt. Also die KI hat ja auch auf Gottheit
Bonusse, auch wenn man Städte angreift, ordentliche Bonusse. Hier holen wir uns jetzt die Beförderung. Das ist gemeint. Brandsätze. 7 für Angriffsstärke beim Angriff auf Bezirksverteidigung. Da muss man hier allerdings auch konsequent runtergegangen sein. Bei den meisten Fernkämpfern holt man sich im Kriegsfall eher die linke Spalte, weil die sofort hilft, Salve und ein Pfeilhagel gegen Einheiten. Das ist Spekulatius hier, ne? Hier runter zu gehen, weil das defensiv ist und das ist offensiv. Und deshalb holt man sich das selten, weil das sehr spezialisierte Situationen sind, in denen das nur hilft. Nein, ich meine nicht Boni, ich meine Bonusse. So. Und eben ziehen wir mal vorsichtig ein Feld vor. Wir haben gleich Ärger. Hier. Klasse. Da wir auf Landsknechte gehen, wollen wir unseren Krieger mal ein bisschen skillen. Der wird dann nachher auf Landsknecht weitergemacht werden. Sehr schön. Mit den ziehen wir hier unten runter Richtung Venedig. Oh Gott, wer ist eigentlich in Venedig am Drücker? Abraham Lincoln. Hauptsache nicht Theodora. Eingesandten können wir schicken. Das hilft uns in dieser Spielphase nichts. Dann geht's hier gleich rechts rüber. Und wieder eine Runde weiter. Katapult, Katapult, Katapult. Die ersten 3 stehen gleich. Das wird ordentlich Geld kosten auch. 2 Gold pro Runde. Und hier oben gibt es gleich ein kleines Spektakel. Kann ich euch auch zeigen. Im Bild. Da kommt hier eine Beförderung für uns. Sehr schön, weil wir angegriffen wurden. Wir könnten auch trotzdem jetzt an. Ja, mit dem holen wir uns mal die nächste Stufe, ziehen einmal hier hin, attackieren einmal hier vorne drauf. Der sollte jetzt weg sein, weil ihn haben wir gerade geskillt auf Salve, also auf mehr Kampfstärke gegen Einheiten und deshalb kann er den jetzt in einem Rutsch verputzen. Der halte bitte, der holt sich auch einmal Salve. Perspektivisch sollte man eigentlich, es gibt ja irgendwann Kurs unter Armeen, also 2er und 3er Stacks, die miteinander verschmelzen von Einheiten, deshalb machen viele Leute das so, dass die eine Einheit in der einen Spalte befördern, die anderen in der anderen. Denn wenn 2 Einheiten mit unterschiedlichen Beförderungen miteinander verschmelzen, dann bekommen die Beförderung, die beide Einheiten haben. Befördert man beide Einheiten im selben Baum, dann ist das halt immer nur, dann haben die halt 2-mal Salve, aber 2-mal Salve ist auch nur eine Salve. Trotzdem, hier oben müssen wir die Barbaren bekämpfen, deshalb hilft ihr Salve. Schauen lässt, danke fürs 13. Abo. Liebe Grüße. Danke dir. Da ist das erste Katapult. Hier vorne bitte runter. Hier ist das zweite Katapult. Da ist das dritte. Und jetzt gehen wir sofort unten vor. Und versuchen zügig reinzukommen. Und schieben mal. Hier sollte das am schnellsten gehen. Einen Rambock dazwischen. Oder wir reparieren den Campus. Weltkongress, in 12 Runden können wir keine Militäreinheiten mehr für die halben Baukosten produzieren. Wir schieben doch ein paar Katapulte hinterher. In 5 Runden ist es soweit. Ein Rambock ginge in wie viele Runden? Wo ist der denn? In 3. Hier ein Katapult. Hier ein Rambock für die Militäreinheiten. Ich weiß, die haben keine Stadtmauern. Aber ich will mal trotzdem. Hier ein Katapult, oben der Rambock. Da kommen die zeitgleich zur Front runter. Da ist das Katapult. Jetzt ziehen wir alle erstmal langsam vor. Der oben zieht hier runter. Hier missionieren wir einmal.
Das ist das Katapult, was potenziell am schnellsten an der Front sein könnte. Da haben wir kein Interesse dran. Wenn alle Einheiten im Gänsemarsch vor der feindlichen Stadt kommen, können die in Ruhe eine Verteidigung aufbauen. Ich will hier perspektivisch hinziehen. Zollstatue wurde gebaut, hier vorne regnet es, wieder eine Runde weiter. Eine Runde weiter, Leute. Schaut mal hier. Aber wir kommen. Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Jetzt können wir Einheiten zum halben Preis aufrüsten und das gilt auch für den halben Preis von Ressourcen. Da braucht man auch nur die Hälfte, wenn wir die Politikkarten reinsetzen. Hier sind zwei Apostel. Das sind Apostel, die weltlich zu den Byzantinern gehören und geistlich zu deren Kirche, der orthodoxen Ostkirche. Die macht uns massiv Druck. Wir haben die einmalige Gelegenheit. Irgendwelche Militäreinheiten, die Schwestern gehen dort, Späher sind am besten geeignet wegen der Beweglichkeit, abzustellen, um auf die Jagd zu machen. Falls wir die dann killen, im Kriegsfall dürfen wir das, dann schwindet deren religiöser Einfluss auf die benachbarten Städte. Der schwindet nicht so sehr, als wenn wir die killen würden durch eine unserer weltlichen Apostel, etwas weniger. Aber es hilft auch. Alternative wäre, wir könnten hier angreifen. Problem ist, ihr seht selber, die haben die Theokratie mittlerweile. Unter anderem. Da sollten wir dem Kampf aus dem Weg gehen. Und die sind wieselflink, die Apostel. Vierer Bewegungspunkte, mit dem sollten wir sofort stiften gehen. Und der sollte auf die Jagd machen, ohne einen schnellen Speer hier. Es wäre so die Frage, ob wir eine Einheit der Speerkämpfer oder irgendeinen anderen abstellen, um hier schnell von hinten den Weg abzuschneiden. Wir dürfen ja dieses Territorium hier betreten. Wir haben ja mit den Großkolumbianern offene Grenzen, weil wir mit ihnen alliiert sind. Oder wir könnten mit dem, wir schalten ja die Ambo-Schützen im Augenblick nicht frei, mit dem hier hinten Wege abschneiden. Das würde ich gerne mal machen. Plündern bringt mehr Plündererträge. Wir rücken jetzt vor. Hätten wir in vier Runden eine native Monarchie, statt vier Politikkarten deren sechs, hätten wir schon in sechs Runden. Die Frage ist, ob wir die Monarchie uns überhaupt holen, ob wir die auch wirklich einsetzen würden in sechs Runden, denn im Moment haben wir eine Regierungsform eine Stufe drunter, die aber, weil es die Oligarchie ist, uns im Krieg sehr hilft. Wir setzen gerade auf Landsknechte und wollen die freischalten. Und diese Landsknechteinheiten hätten dann vier mehr Kampfstärke. Und wir gewinnen auch mehr XP die ganze Zeit. Feudalismus, dann haben Handwerker mehr Bauaktionen, auch super spannend. Ich gehe tatsächlich auf die Militärausbildung hier. Damit wir eventuell auch nur die Plünderkarte einsetzen dürfen. Ja? Ob wir Militäreinheiten haben, um die auszuschalten? Ja, ich ziehe ja gerade eine rüber. Alles klar. Es gilt wie immer, im Chat kommt gerade die Frage rein. Ja, die Streams sind dafür gedacht, Fragen zum Spiel zu stellen. Kein Ding. In so spannenden Situationen wie hier beantworte ich die nicht selbst, vielleicht immer. Aber es gibt super viele Leute im Chat, die zu dem Spiel echte Veteranen sind und ich kann allen Einsteigern oder Gelegenheitsspielern nur auch ans Herz legen, stellt eure Frage im Chat. Es gibt super nette und erfahrene Spieler und Spielerinnen hier im Chat und die beantworten euch die Fragen, falls ich das nicht mache. Ja?
Exekutor, danke fürs 5. Abo. So, jetzt ziehen wir. Da kommt der 3. langsam rauf. Hier ist ein Stück. Hier ist. Ah, das ist gut. Hier ist ein Stück Weg, Platz frei gemacht worden. Die rücken wir nachher vor. Der als Militäreinheit kommt ja hier nicht rein. Der gibt Gummi. Wenn die Apostel den jagen, da haben wir nichts von. Wir ziehen sogar in die Stadt rein. Wir können übrigens mit unseren religiösen Einheiten aus einer Stadt heraus eine benachbarte religiöse Einheit angreifen, umgekehrt nicht. Weil die können halt keine Städte angreifen und damit auch nicht die Einheiten da dran. So, und jetzt gehen wir ganz vorsichtig, erkunden wir jetzt, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig. Weil die haben, glaube ich, sehr mächtige Einheiten hier oben. Aber irgendwo ist da ein Siedler, glaube ich. Und der hat mehr Sicht als die anderen. Wir müssen leider wahrscheinlich gleich auf den Hügel draufziehen, um dahinter gucken zu können. Und dann direkt dahinter irgendeine fiese, technologisch fortgeschrittene Einheit steht, dann Ende Gelände. Und das ist auch sehr wahrscheinlich. Denn die Barbaren, wenn die spawnen, die haben immer den durchschnittlichen Technologielevel. Aber nicht im Vergleich zu uns, sondern zu dem, wie es weltweit ist. Und wir selber sind ja weltweit technologisch eher unten in der Nahrungskette. Das heißt, wenn wir auf sogenannte Barbaren treffen, sind die fortschrittlicher und zivilisierter als wir. Eine Runde weiter. Oh, ich habe die Politikkarten nicht gewechselt, Scheibenkleister. Ich habe die Politikkarten nicht gewechselt. Wir können die Einheiten nicht aufleveln. Aber wollten wir das jetzt schon machen? Ne, das machen wir dann, wenn wir die Landsknechte haben, ne? Und in wie vielen Runden haben wir die? In 4 Runden, in 5. Alles okay. Wir wechseln die Karten eh nicht. Glaube ich. Eine große Flut kostet 2 Bürgerpunkte. 2 Bürgerpunkte gehen drauf. In Königssee. 8 Millionen oder 800.000 Menschen leben in den Königssee. Ein Viertel ist gerade bei einer riesigen Überschwemmung gestorben. Das ist heftig. Das ist krass. Welche Politikkarten haben wir? Ja, die hier unten ist Quatsch, die Karte. Wir hätten hätte ich gewechselt, wäre das gut gewesen. Müssen wir halt in 3 Runden wechseln. Ja, da vorne ist ein Apostel. In einer Runde haben wir einen Speer, der will bei uns missionieren. Wir schwächen den mit unserem Apostel. Naja, das lohnt sich nicht. Hier gehen wir auf Aposteljagd. In einer Runde ist hier ein Späher. Der 3 Bewegungspunkte. Bleibt er hier stehen. Wird wahrscheinlich jetzt einmal missionieren. Kann der Späher in der nächsten Runde mit 2 Bewegungspunkten hier draufziehen und mit dem 3. und letzten Bewegungspunkt im Apostel sagen, er hat sich aber ausmissioniert, bitte. Ja?